Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video habe ich einen brandneuen Giftcast to Friends Glitch für euch, mit dem ihr wieder jedes Auto von euren Freunden kostenlos in GTA Online bekommen könnt. Außerdem könnt ihr mit diesem Glitch auch wieder alle anderen Fahrzeuge bekommen, wie zum Beispiel die ganzen Special-Fahrzeuge, Flugzeuge etc. Bei diesem Glitch handelt es sich auf jeden Fall um die Afterpatch-Variante des letzten Giftcast to Friends Glitches, also dem aus dem Bunker, aber das Ende dieses Glitches hier ist nun total anders als wie beim alten Glitch. Funktionieren tut dieser Glitch auf jeden Fall auf der PlayStation 4 und auf der Xbox One. Allerdings zeige ich euch heute hier in diesem Video nur die PlayStation 4 Variante, da ich halt ein PlayStation 4 Spieler bin. Aber ich schaue mal, dass ich euch die Xbox One Variante unten in meiner Videobeschreibung verlinken werde. Im Grunde ist dieser Glitch wirklich mega einfach, aber er kann manchmal echt launisch sein, aber wenn ihr die 3-Mann-Methode für diesen Glitch nutzt, die ich euch im Übrigen hier auch in diesem Video zeigen werde, dann habt ihr es auf jeden Fall leichter als wie bei der 2-Mann-Methode, da die 2-Mann-Methode öfters mal schief geht. Auf jeden Fall würde es mich aber auch riesig freuen, wenn wir heute wieder für diesen krassen Glitch wieder die 300 Likes packen würden, und falls du gerade hier neu auf meinem Kanal sein solltest, dann kannst du mich jetzt auch gerne kostenlos abonnieren, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online. Aber ich würde sagen, dass ich jetzt schon wieder viel zu viel rumgelabert habe. Lasst uns jetzt mal mit den Vorbereitungen für diesen Glitch hier beginnen. Also auf geht's. Also zunächst einmal brauchst du für diesen Glitch, genauso wie beim letzten Giftcast to Friends Glitch, einen eigenen Bunker, und im Bunker brauchst du ein eigenes MOC. Außerdem brauchst du auch noch einen Stellplatz für deine persönlichen Fahrzeuge hinten im MOC drinne, und dort drinne sollte sich ebenfalls noch ein Auto befinden, welches du am Ende des Glitches opfern kannst, also sprich einem LG RH8 oder irgendein anderes Auto, welches du einfach nicht mehr brauchst. Als nächstes brauchst du dann noch die Hilfe von am besten 2 Freunden. Wenn ihr aber keine 2 Freunde habt, dann funktioniert der Glitch auch zu zweit, aber dann ist die Erfolgsrate des Glitches nicht so hoch, als wie wenn ihr zu dritt seid. Falls ihr aber niemanden habt, der mit euch diesen Glitch machen möchte, oder falls ihr generell Leute sucht, mit denen ihr Autos tauschen könnt, dann kommt am besten mal im PSN in meine WFG Giftcast to Friends Community, denn dort wollen immer verdammt viele Menschen Autos tauschen. So, als nächstes braucht euer Freund dann noch genau das gleiche wie ihr, also sprich einen eigenen Bunker mit einem MOC. Und natürlich braucht er auch noch das Auto, welches er euch geben möchte. Und für diejenigen, die noch nie zuvor einen Giftcast to Friends Glitch gemacht haben, die sich jetzt dann fragen werden, ob derjenige dann das Auto verliert: nein, die Person wird das Auto natürlich nicht verlieren, da sich das Auto bei diesem Glitch einfach nur dupliziert. So, habt ihr diese Dinge nun vorbereitet, dann können wir jetzt auch schon mit dem eigentlichen Glitch beginnen, also let's go! So, begebt euch jetzt als allererstes mal mit euren beiden Freunden in irgendeine x-beliebige Online-Sitzung, denn dieser Glitch funktioniert wirklich in jeder Sitzung mit Ausnahme von einer Solo-Sitzung. Denn der Glitch funktioniert in einer Freundessitzung, in einer Einladesitzung, in einer Crew-Sitzung und selbst in einer öffentlichen Sitzung funktioniert dieser Glitch. So, seid ihr jetzt nun mit euren Freunden zusammen in dieser Sitzung angekommen, dann betretet ihr jetzt nun als allererstes mal euren Bunker. Seid ihr jetzt nun im Bunker angekommen, dann lauft ihr jetzt erst einmal zu Fuß hinten in euren MOC rein und dann holt ihr dort das Auto raus, welches ihr jetzt gleich opfern könnt, also in meinem Beispiel ja den LG RH8, und mit diesem fahrt ihr dann raus zu euch in den Bunker. So, seid ihr jetzt nun mit dem Auto im Bunker angekommen, dann öffnet ihr jetzt an dieser Stelle noch kurz euer Interaktionsmenü und dann ladet ihr eure beiden Freunde zu euch in den Bunker ein. Sind eure Freunde jetzt nun bei euch im Bunker angekommen, dann steigt ihr jetzt nun in den LG RH8 ein und dann lasst ihr noch einen von euren beiden Freunden auf dem Beifahrersitz ebenfalls einsteigen. So, seid ihr jetzt nun in diesem Auto drin, dann fahrt ihr jetzt nun mit dem Auto nach hinten in Richtung MOC und dann parkt ihr das Auto genauso, wie ich das hier im Video mache, so an der linken Wand hier, dass die Fahrertüre des Autos blockiert wird, ihr aber trotzdem oben rechts noch die Meldung stehen habt, dass wenn ihr die Pfeiltaste jetzt nach rechts drückt, dass ihr ins MOC reinfahren könnt. So, habt ihr das Auto jetzt nun genauso geparkt, wie ich das hier im Video gemacht habe, dann geht ihr jetzt nun ins PSN und dort sucht ihr euch jetzt irgendwo eine Aktivität raus, in der drinne steht GTA Online starten, und wenn ihr so eine Aktivität gefunden habt, dann geht ihr jetzt noch runter auf GTA Online starten mit dem Cursor und dann drückt ihr jetzt 2-mal schnell hintereinander die PlayStation-Taste. Habt ihr das jetzt nun gemacht, dann werdet ihr jetzt merken, dass ihr jetzt direkt wieder in GTA Online angekommen seid, und wenn ihr jetzt nochmal 2-mal schnell die PlayStation-Taste drückt, dann werdet ihr sofort wieder bei der Aktivität sein, denn nun habt ihr euch ganz einfach die Aktivität in den Hintergrund geholt.
Und jetzt, wenn ihr das gemacht habt, dann kommt nun auch schon der schwierigste Teil des Glitches. Denn nun müsst ihr die Pfeiltaste nach rechts drücken, um in den MOC reinzufahren. Und sobald ihr das jetzt nun gemacht habt, müsst ihr zweimal schnell die PlayStation-Taste drücken, damit ihr wieder zur Aktivität kommt. Und dann müsst ihr mit der X-Taste einmal auf GTA Online starten drücken. Und wenn ihr das nun gemacht habt, dann werdet ihr wieder zurück nach GTA geworfen und dann bekommt ihr eine Meldung, in der drin steht, ob ihr wirklich die Lobby verlassen wollt. Und wenn ihr jetzt im Hintergrund nicht hört, wie ihr in den MOC reinfahrt, also sprich, wie die Klappe des MOCs aufgeht, dann hat an dieser Stelle alles geklappt. Und wenn ihr wirklich sicher gehen wollt, ob der Glitch auch wirklich funktioniert hat, dann fragt ihr euren anderen Kumpel, der sich ja ebenfalls bei euch im Bunker befindet, ob ihr immer noch an der Wand da mit dem Auto steht. Und wenn euer Kumpel jetzt aber sagt, nein, ihr seid verschwunden, dann hat der Glitch wirklich zu 100% geklappt. Und nun muss der Kumpel, der sich ja jetzt noch bei euch im Bunker drinne befindet, muss was ganz Bestimmtes machen. Und zwar muss dieser jetzt zu Fuß hinten in euren MOC reinlaufen. Und während er das jetzt nun macht, bleibt ihr jetzt nun die ganze Zeit in dieser Meldung drinne und bestätigt diese Meldung nicht und lehnt diese Meldung auch nicht ab. Und euer Freund, der jetzt nun auf dem Beifahrersitz bei euch im Auto drinne sitzt, der hat jetzt an dieser Stelle einfach einen schwarzen Bildschirm und der muss an dieser Stelle jetzt auch nichts machen, außer einfach seine Eier schaukeln zu lassen. So, ist euer Freund nun im MOC angekommen, dann wird das Ganze da höchstwahrscheinlich noch so ein bisschen drin rumbacken, er wird ein bisschen gegen die Wände gedrückt werden oder so, weil das Spiel halt denkt, dass ihr gleich im MOC spawnen werdet, aber ihr halt noch nicht drinne seid, beziehungsweise er kann euch halt nicht sehen. Und wenn er in diesem Modus da gerade drinne ist, dann muss er jetzt an dieser Stelle einfach nur noch aus dem MOC wieder rausgehen, sodass er eben wieder zurück in den Bunker geht. Und wenn euer Freund jetzt nun an dieser Stelle wieder zurück im Bunker ist, dann sagt euer Freund euch jetzt nun Bescheid, dass er wieder zurück im Bunker ist und dann geht ihr jetzt nun hin und dann lehnt ihr mit der Kreistaste die Aktivität ab. Und wenn jetzt nun alles geklappt hat, dann werdet ihr jetzt nun merken, dass ihr jetzt so unter der Map rumfliegt, also dass die Kamera jetzt Richtung Hafen unter der Map entlang fliegt. Und jetzt wartet ihr ganz einfach ab, bis eure Kamera bzw. bis euer Bildschirm schwarz wird. Und wenn euer Bildschirm jetzt nun an dieser Stelle schwarz geworden ist, dann drückt ihr jetzt ganz schnell zweimal schnell die PlayStation-Taste, um wieder zur Aktivität zu gelangen und dann startet ihr erneut die Aktivität. Und wenn ihr jetzt nun zurück in GTA Online seid und ihr eine Meldung bekommen habt, ob ihr wirklich die Sitzung verlassen wollt, dann verleiht ihr diese Meldung wieder bzw. lehnt diese Meldung wieder mit der Kreistaste ab. Und nun werdet ihr merken, dass der schwarze Bildschirm verschwunden ist und an dieser Stelle könnt ihr jetzt ganz einfach das Pausenmenü aufmachen. Und nun müsst ihr ganz einfach auf den Karteireiter Online gehen und dort klickt ihr dann einmal auf Criminal Enterprise Starter Pack. Seid ihr jetzt nun beim Criminal Enterprise Starter Pack angelangt, dann schließt ihr das Ganze einfach wieder und dann schließt ihr auch wieder euer Pausenmenü. Und jetzt geht ihr ganz einfach hin und öffnet euer Interaktionsmenü und dann macht ihr ganz einfach über das Interaktionsmenü einmal Selbstmord. Habt ihr das nun gemacht und ihr seid jetzt erneut am Hafen gespawnt, dann müsst ihr jetzt noch was ganz Bestimmtes machen und zwar müsst ihr jetzt an dieser Stelle einmal euer Interaktionsmenü öffnen und dann müsst ihr einmal mit dem Cursor auf mobile Kommandozentrale gehen und dann müsst ihr dort auf Anhänger und Zugmaschine leeren klicken, also auf diese beiden Dinger, wo man da halt die Leute aus dem MOC rausschmeißen kann, diese müsst ihr einfach die ganze Zeit durchklicken, bis euer Freund, der bei euch mit im Auto drinne saß, gesagt hat, dass sein Bildschirm jetzt nun anfängt zu flackern. Und wenn der Bildschirm jetzt bei eurem Freund angefangen hat zu flackern, dann wird er eben aus dem Auto rausgeworfen und dann wird er ebenfalls aus eurem Bunker rausgeworfen. Und wenn er jetzt nun irgendwo in der Wüste gespawnt ist, dann muss er jetzt nun mit dem Auto, welches er euch geben möchte, zu eurem Bunker zurückfahren. Beziehungsweise er muss jetzt am besten zu seinem Bunker zurückfahren. Bei mir hier im Video hatten wir auf jeden Fall den gleichen Bunker. So, und während ihr jetzt nun am Hafen seid, organisiert ihr euch jetzt erst einmal irgendein x-beliebiges Straßenfahrzeug und mit diesem fahrt ihr dann erst einmal in die Innenstadt. Genauer gesagt zu dem Wegpunkt bzw. dem Kartenpunkt, den ich euch jetzt gerade hier schon im Hintergrund auf der Karte einblende. Denn nun müsst ihr eben zu einem Jobkreis fahren, den ihr aus dem Auto heraus starten könnt, indem ihr die Pfeiltaste nach rechts drückt. Und genau an dieser Kartenlocation befindet sich auf jeden Fall so ein Jobkreis, den ihr aus dem Auto heraus starten könnt. So, und während ihr jetzt nun auf dem Weg zu diesem Jobkreis seid, begebt sich jetzt wie gesagt euer Freund mit dem Auto, welches er euch geben möchte, zu seinem oder zu eurem Bunker. Wir haben ja in diesem Video beide den gleichen Bunker gehabt und da fährt er jetzt nun eben hin. Und wenn euer Freund jetzt nun bei diesem Bunker angekommen ist, dann parkt er jetzt nun draußen vorm Bunker das Auto, so dass ihr das gleich bekommen könnt, wenn ihr euren Bunker verlasst und er geht dann in seinem Bunker zu Fuß rein.
Ist euer Freund jetzt nun in seinem Bunker drinne gespawnt, dann läuft er jetzt nun nach hinten zu seinem MOC und dann betritt er zu Fuß seinen MOC. Und wenn er jetzt nun im MOC angekommen ist, dann lädt ihr euch jetzt nun in seinen MOC ein. So, hat euer Freund euch jetzt nun in sein MOC eingeladen und ihr seid jetzt nun bei diesem Jobkreis angekommen, dann parkt ihr jetzt nun das Straßenauto, genauso wie ich hier im Video im Jobkreis, und dann geht ihr hin, öffnet euer Handy, geht in die Jobliste und geht dann auf die Einladung von eurem Freund. Und dann geht ihr hin und nehmt die Einladung an, und während ihr die Einladung angenommen habt, dann geht ihr hin und spammt die ganze Zeit die Pfeiltaste nach rechts durch, um zeitgleich auch noch in das Jobmenü von diesem Jobkreis reingeladen zu werden. Und nun können zwei Dinge passieren. Die erste Sache wäre, dass ihr ganz einfach in den Himmel geht und von dort aus dann in eurem Bunker spawnt, beziehungsweise ganz einfach im Bunker landen werdet. Sollte das Ganze aber nicht passieren und ihr werdet ins Jobmenü reingeladen, genauso wie mir das hier in diesem Video passiert ist, dann verlasst ihr einfach umgehend wieder das Jobmenü. Und wenn ihr dann nun wieder auf der Map gespawnt seid, nachdem ihr das Jobmenü verlassen habt, dann lauft ihr einfach wieder zu Fuß zurück zum Jobkreis und dann startet ihr den Jobkreis mit der Pfeiltaste nach rechts noch einmal von vorne. Und nun werdet ihr dann ganz einfach in den Himmel geladen und dann spawnt ihr wirklich in eurem Bunker. So, seid ihr jetzt nun in eurem Bunker gespawnt, dann lauft ihr jetzt nun zum Bunkertor bzw. zum Ausgang und dann verlasst ihr zu Fuß den Bunker. So, seid ihr jetzt nun vorm Bunker angekommen, dann lauft ihr jetzt nun zum Auto von eurem Freund und dann steigt ihr jetzt nun in das Auto ein. Und wenn ihr jetzt nun im Auto drinne seid, müsst ihr jetzt nur noch warten, bis ihr jetzt nun mit dem Auto von eurem Freund in eurem eigenen MOC spawnt. Das Ganze kann jetzt mal so gute 1-2 Minuten dauern, je nachdem, wie schnell ihr eben bei den ersten Schritten des Glitches wart. Und deshalb empfehle ich euch jetzt einfach hier mal eure Eier jetzt ein bisschen schaukeln zu lassen und zu warten. So, ist der Bildschirm jetzt nun schwarz geworden bei euch, dann heißt es, dass der Glitch wirklich komplett geklappt hat und dass ihr jetzt nun gleich direkt mit dem Auto in eurem eigenen MOC spawnen werdet. Und wenn ihr jetzt nun mit dem Auto von eurem Freund in eurem eigenen MOC gespawnt seid, dann ist der Glitch auch wirklich schon komplett fertig. Allerdings dürft ihr mit dem Auto jetzt noch nicht sofort nach draußen fahren, da ihr noch so in so einem verglitschten Modus seid und da das Ganze dann auch noch ein bisschen rumspacken könnte, und deshalb müsst ihr an dieser Stelle entweder einmal die Sitzung wechseln oder ihr macht das Ganze einfach so, wie ich hier in diesem Video das gemacht habe. Ihr geht einmal kurz in den Editor und joint dann euren Freunden wieder zurück in diese Lobby nach, und dann könnt ihr das Auto auch ganz einfach über euren Mechaniker anfordern und dann könnt ihr das Auto auch ganz normal fahren. Natürlich könnt ihr das Auto auch dann an dieser Stelle in irgendeine andere Garage umparken. Ihr könnt es auftunen im Los Santos Customs oder ihr könnt das Auto einfach in irgendwelchen Rennen oder so verwenden. So, ich hoffe mal, dass ihr jetzt nun alle diesen Glitch verstanden habt. Ich weiß, ich habe das Ganze hier ein bisschen komisch vielleicht erklärt, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich übelst müde bin. Ich kommentiere das Ganze hier gerade nach meinem Livestream von gerade eben und eigentlich will ich jetzt gerade eigentlich nur ins Bett. Aber ich habe mir halt gedacht, da ich das Ganze gestern schon für euch hochladen wollte, jetzt ist wirklich Zeit, dass ich den Glitch heute für euch hochlade, und deshalb mache ich das Video jetzt auch noch fertig, beziehungsweise ich habe das Video jetzt noch für euch fertig gemacht, da wir jetzt gerade schon am Ende des Videos sind. Ich hoffe mal, ihr bekommt den Glitch jetzt wirklich hin, und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann postet sie einfach unten in den Kommentaren und dann versuche ich euch so gut es geht noch weiter zu helfen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt wie gesagt viel Spaß beim Tauschen der seltensten Autos in GTA Online, und dann würde ich mich jetzt an dieser Stelle echt über einen Like freuen, und wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann kannst du mich jetzt auch gerne kostenlos abonnieren, und dann sehen wir uns auf jeden Fall auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund, habt noch einen hammergeilen Tag, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.